seid wieder herzlich gegrüßt von meiner Seite. Und ja, endlich ist diese Eierreihe vorbei, ne? Also diese ulkigen Tage, und jetzt hat es wieder geschneit. Ich zeichne hier an einem Dienstag auf. Ja, und ich wäre ja beinahe drauf und dran und hätte hier da das Grab geöffnet. Also wollte da in die Richtung hin. Ich wurde eines Besseren belehrt und erstmal danke natürlich dafür, dass ich da erstmal gar nicht hin soll, weil sonst könnte ich es mir mit den Assassinen irgendwie verballern. Jetzt muss ich mal gucken. Nein, genau, richtig. Ja. Sachen gibt. So. Ja, jetzt sind wir wieder da. Alles klar. Die richtige Kutte haben wir auch. Gucken wir mal hier in die Sonne. Oh, ich das so sehe. Draußen liegt Schnee, hier ist Sonne, hier ist Sand. Herrlich. Ja, dann gab es ja vom lieben Alain noch die öftere, ich weiß, ich habe mir das aufgeschrieben, die öftere, der öftere Eintrag so von wegen, geh du mal zu kleinem Kloster, also hier ins kleine Tempelchen und zu Jafar und lerne die giftigen Talente. Oh, giftige Talente. Ja, dann gucken wir erstmal, wie viel haben wir denn? Wir haben 16 Lernpunkte. Ui, wir brauchen aber nicht mehr so viele. Wir brauchen nur noch 475. Ja, hab ich richtig geguckt, richtig gerechnet? Ja, 475, das ist nicht mehr viel. Also, Jafar ansprechen. Wie kann ich meine Klingen vergiften? 5 Lernpunkte, ich dachte schon. Aber 250 Gold, wir haben's. Wie kann ich meine Klingen vergiften? Wenn du Waffen an einem alchemistisch vergiften willst, sollten diese am besten vorher geschärft sein. Okay. Träufele etwas Gift an die Schneide deiner Waffe und warte, bis diese getrocknet ist. Du hast dann eine fürchterliche Waffe in deinen Händen, die deine Feinde das Fürchten lehren wird. Hallo. Hallo? Hallo. Willst du zu Beliar beten? Vielleicht später. Oder gar nicht. Okay, auch jetzt haben wir das. Gucken wir mal hier unter allgemeine Infos. Da steht ja auch gleich hier. Ganz zu Anfang brauche ich nicht suchen. Der Schwarzmagier Jafar aus Uga hat mir beigebracht, wie ich meine Nahkampfwaffen vergiften kann. Diese sollten vorher geschärft sein. Ja, dann haben sie wahrscheinlich noch mehr Bums, nicht? Ach ja, dann muss ich nochmal weiter überlegen. Ich habe es ja aufgeschrieben. So, dann kann ich nämlich auch Ignaz das beim Experiment helfen, nicht wahr? So, aber aufpassen. Also wenn ich zurück zum Schiff gehe, muss ich mich ja noch umziehen. Dann machen wir das mit der guten alten Paladin-Rüstung. Hallo, Ernst, ich fliege. Bring mich zum Schiff. Gut, es geht sofort los. Ja, vor allem im Sitzen, ne? Ja, da sind wir. Gut, wir müssen wieder zurück nach Corines. Wambo Bambo. Wambo Bambo. Genau, und Nagur wegen der Diebesgeschichten. Und es sollen noch weitere Geschichten warten auf mich. Ja. Yep. Wir müssen. Und warum? Weil ich also habe will. Noch etwas. Nun gut, segeln wir erstmal auf die. Genau, offene See. Ui, erwischt. Jetzt sind wir wieder da, offene See. Das sind doch alles nur Gerüchte. Genau, die Segel sind noch gehisst. Daran kann man es erkennen, dass wir noch unterwegs sind. Und weiter geht's. Das entscheide ich. So, Condera, Tamora, Varant, Adamos, Chorus, Corines. Wisst ihr, was hier fehlt? Athanos fehlt. Das wird wahrscheinlich ganz zum Schluss kommen. Segeln wir kommt zur das Hafenstadt hin? Corines. Gut, wir werden... So, da sind wir wieder. Harald. So, wo ist denn eigentlich mein Dandolo? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ist der nicht mitgekommen? Alba Hawk. Also ich meinte, dass er da oben immer gestanden hat, irgendwo. Hä?
Nee, das ist er nicht. Das ist der Ernst. Gut, ich lege mal wieder meine Runensteinchen um und auf zur Hafenstadt. Ja, und wer lässt mich hier wieder nicht schleifen? Das ist der Brian. Ein Schmiedchen called Brian. Ignaz. Ignatius. Moment, falsch. Ich muss da in die Richtung. Genau. So. Du hast es Schleife Steine. Das ist gut, dann kann ich eigentlich mal meine Sachen hier schleife. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Ignazle, du warst das doch mit dem Experiment. Nee, war er nicht. Komisch. Oder war es Konstantino? Ja, okay, da muss ich mich nochmal sammeln und nochmal genau gucken. Nochmal genau gucken, was los ist. Indem ich im Off mal noch ein bisschen mir was zu Gemüte führe. So, zurück. So, geschärfte Klinge vergiften. Schlachtaxt vergiften. Raubeins, Riesenmachete. Also das kann ich könnte ich alles vergiften. Gucken wir, machen wir das mal. Zu wenig Rohstoff. Ah, zu wenig Rohstoff. Muss ich nachgucken, warum das so ist? Hab doch Gifttränke gemacht, oder nicht? Gucken wir mal eben nach. Und zwar, das waren noch die Flaschen, diese samtroten Flaschen. Ja, die habe ich nicht. Das ist nicht dabei. Das heißt, ich muss noch Gift erstmal herstellen. Oh yeah. Aber hier ums Eck gibt es Schleifstein. Und ich werde erstmal ein paar Waffen schleifen. Das kann ein bisschen dauern. Wir sehen uns nachher. Ja, das war's von da. Jetzt wollte ich mich mal erkundigen, an welchem Pult ich Gift vor Gericht. Ja, das war doch in Varant. Bollock wollte eine Erklärung von mir haben, warum im Lager ein Toter liegt. Klar, dass er damit Nemrosch meint. Ja, ja, genau das. Ich soll jetzt vorsichtig sein, bevor noch das ganze Lager über mich herfällt. Jep. So, Giftherstellung. Wolltet ihr mich wissen? Ja, das ist nur das. Der Schwarzmagier Jaffa. Da stand aber auch hier auch. Okay. Na, ein bisschen anders. So, wo kann ich das jetzt machen, die Giftherstellung? Wahrscheinlich habe ich wieder mal was übersehen. Vielleicht muss ich ja noch mal. Im Alchemietisch natürlich. Ich habe schon Gift hergestellt. Das war bestimmt. Genau. Spezielle Tränke, Schnaps, besondere Pfeile, Tabak mischen. Okay, dann wird es spezielle Tränke sein. Gift aus dem Sekret. Da haben wir es. Genau. 10-mal Gift aus dem Sekret von Blutfliegen oder aus Giftdrösen. Dann machen wir das mal. Das Gedrösele. Bis nachher. So. Jetzt habe ich kaum noch Flaschen. Ignaz, hast du ein paar Flaschen? Zeig mir deine Ware. Ja, hat keine Laborwasserflaschen. Doch, hier. Okay, 23. Weil die sind nämlich ausgegangen. Da hieß es nämlich gleich, womit denn? Okay. Aber er hat ja immer noch nicht das mit dem Experiment. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber erstmal will ich hier weitermachen. Ah, zu wenig Rohstoffe. Jetzt muss ich es einzeln machen. Naja, jetzt haben wir alle Gifte sozusagen hergestellt. Gucken wir doch nochmal hier rinne. Oh, Banditenaxt, die habe ich mir geschärft, das ist gut. So, da sind sie, 42 Gifte. Tut sicher. Ja, warum jetzt Ignaz? Da fehlt mir bestimmt noch was. Der brauchte ja was. Was brauchte er denn? Ich hatte doch alles gehabt. Oder habe ich jetzt irgendwie wieder was verballert für andere Tränke? Ich muss mal nachgucken. Gegengift. Ignaz möchte. Was mir jetzt dazu... Also ich habe jetzt gerade Gift extrahiert. Von Jaffa habe ich das auch mit dem Klingen vergiften gelernt, wie wir eben gesehen haben. So, und hier
ist noch die Rede von einer Zirpennessel und einer Sonnenaloe. Hey, soweit ich weiß, müssen wir uns noch mal vergewissern, ob ich die hab. Hier ist die Sonnenaloe, wovon ich 7 Stück habe. Gucken wir mal weiter. Und hier sind die 2 Zirpennesseln. Also, haben wir noch alles. Das war die doch, ne? Ja. Also müsstest du mir jetzt... Nee. Was ist mit dem Experiment? Wieso tut das Experiment hier nicht? Irgendwas habe ich noch vergessen oder sowas. Gifte habe ich ja. Tja, das ist jetzt dull. Das habe ich jetzt... Da lag ja noch irgendwie ein Wäffelchen. Kruschagasch. Irgendwas habe ich noch vergessen, oder? Wir haben es doch gerade eben gesehen, oder nicht? Naja. Ja, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich noch irgendwas... Wir haben es ja im Logbuch gelesen, ob ich da irgendwas noch vergessen habe. Irgendwas Entscheidendes für Ignaz' Experiment. So, ich habe ja so viel Klimperkram für Halvor. Moment. Stopp. Falsch. Bevor er Verdacht schöpft, muss ich mich ja umziehen. Er gehört ja mit zur Diebesjilde. Gut, dass ich ihn noch nicht angesprochen habe. Diese für Golem-Schutzrüstung. Wo ist denn jetzt meine... Ach, da ist die Knusperrüstung aus Crawlerplatten. Meine Knusperrüstung aus Crawlerplatten. Alvor. Alte Silberteller und Silberkelche verkaufen. 1050 Goldstücke. 1050 Goldstücke. Ich überleg's mir nochmal, dann heißt es zurück. Und irgendwer hat mir geschrieben, dass mit dem Verkaufen maximal 3000 Gold. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ja, ich war mir klar. Für heute mache ich keine... Okay, er macht für heute auch keine Geschäfte mehr. Das habe ich zwar nicht verstanden, es wurde mir auch dankenderweise in den Kommentaren geschrieben, wie das läuft. Aber, mir liegt nicht so viel an Geld oder Gold. Ja, Wambo ist noch abends um 20 Uhr. Wo laufe ich denn jetzt lang? Hier müssen wir lang. Wambo ist noch um 20 Uhr zu besuchen an unserem Treffpunkt. Das machen wir dann auch, indem wir uns hier mal zu Bett legen und bis zum nächsten Abend schlafen. Denn das sollte ich ja auch noch machen. Jep. Liebe Freunde, es wird wieder Nacht. Was hat der Sandmann denn uns gebracht? Und wie wir sehen, sind wie hier völlig falsch. Ich überspring mal und gehe zum anderen Tor. So, wen haben wir denn vor uns zu stehen? Da ist der Wambo. So, der Wambo, der ist natürlich auch für hier. Den König. Ja. Kann ich den vorher schon eigentlich ansprechen? Oder muss das jetzt unbedingt in der Höhle Warte sein? Mal. Ich glaube nicht. Nee, wir müssen erstmal in der Höhle sein. Da, Isene. Hallo, Wambo. Ich habe die Aufgaben im Schmugglernest erledigt. Ich habe die Aufgaben im Schmugglernest erledigt und habe Nagur darüber berichtet. Wie stark ist denn die Bande? Es sind 12 Mann. Und kennst du schon den Anführer? Noch nicht. Aber ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird. Gut. Suche Nagur zuweilen auf. Irgendwann wird sich ja dieser geheimnisvolle Anführer blicken lassen. Gucken. Wie ist die Lage? Gut, zur Zeit. Okay. Ja, dann wissen wir Bescheid. Dann werde ich mich mal eben runter in die Katakomben, in die Sewers, ich sag mal Sewers, Abwasserkanäle von Corinnes begeben. Hey, da sind wir doch. Gut, dass du da bist. Der Boss will heute unsere Leute in der Höhle aufsuchen und möchte dich sehen. Mach dich sogleich auf den Weg. Wenn er noch nicht da sein sollte, fragst du Wayne, wann er kommt.
Wohin? Fragen? Treffen mit dem Boss. Erstmal die Diebesgilde. Erstmal gucken, was da steht. So, es ist soweit. Ich soll den Boss sehen. Er hält sich in der Schmugglerhöhle auf. Wenn er noch nicht da ist, soll ich mit Wayne reden. Leider kann ich Wambo vorher nicht benachrichtigen, da ich mich sofort auf den Weg machen muss. Oh, oh, das ist ja übel. Das ist ja übel, sprach der Döbel. Es ist soweit. Steht auch das Gleiche dort. Okay, ja, sicher ist sicher. Ist cool. Ja, das werden wir dann auch soweit so schnell wie möglich tun. Also, mal gucken, wo werde ich mich denn hinbeamen? Moment. Da wären wir. Jetzt im neuen Gebiet im Tannen- und Birkenwald, was ja vorher Tannen- und Buchenwald hieß. Und ich finde, wir sollten das nochmal hier genießen. Und deswegen gibt's auch keinen Runenstein hierfür, wurde mir zugetragen. Weil ich hier hängen bleibe. Nein. Weil das so eine schöne Landschaft ist hier. Also wirklich wunderbar gewuppt. Und jetzt kann ich nochmal die Ergänzung hier anbringen. Karim hat das Landschaftsmesh gemacht und Black Pirate hat gewoppt, was das Zeug hält und ist auch für die Fauna hier verantwortlich und das ist ihm wirklich grandios gelungen. Hier gibt es auch wieder Sachen, die ich mal wieder überhaupt übersehen habe, tagsüber sogar. Also das ist wirklich wunderbar gelöst, also hervorragend gemacht. Also fast wie echt im echten Wald. So, dann ist hier die Verengung. Und ich finde, da sollten wir nochmal alles mal genau genießen und nicht so durchrennen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wow. So, jetzt kommen die Birken. Der Birkenwald. So, ich hoffe, dass das muss hier irgendwo zur rechter Hand sein. Die Höhle, da ist sie. Boah, war das nicht toll? Ich meine, ich hätte noch ein bisschen weiter durchgehen können. Noch mal Pilzen suchen. Ich glaube, dass wir hier nichts mehr vergessen haben. Okay, liebe Freunde. Dann werden wir mal gucken, ob der große Big Boss da ist. Ich bin gespannt. Vorher speichere ich mal. The Big Boppin' Bob, würde der Amerikaner sagen. Im Umgangssprachlich für einen großen Boss. So, wir haben Egon, wir haben Jax, wir haben Müller, Arnold. Ballo, mein Kumpel. Dann haben wir hier Bart. Ja, also erstmal können wir keinen Boss erkennen. Wir sollen aber mal Wayne fragen. Hey du! Hi Wayne. Der Boss wollte sich hier mit mir treffen. Wo ist er? Du willst den Boss sprechen? Na, dann dreh dich mal um. Alles klar. So, ich habe sicherheitshalber nochmal abgespeichert. Mich dummerweise ein bisschen bewegt dabei, deswegen wieder so ein Schwenk. Ja, Taris, danke für den Wink mit dem Zaunfall. Oh, weia, ich traue mich gar nicht, den anzusprechen. Mach ich das mal. Was machst du denn hier? Bruce, was machst du hier? Dreimal darfst du raten. Verstehe. Du bist der Anführer der Schmugglerbande von Corinnes. Erraten, du Schlaumeier! Dann bist du wohl auch der Hehler. Nein, darum kümmert sich mein Partner. Ein guter Bekannter übrigens von dir. Wer ist es? Das werde ich dir gerade unter die Nase reiben. Und was hast du jetzt vor? Na was schon, dich aus dem Weg räumen. Schließlich weißt du zu viel. Ich habe dich aus der Kanalisation herausgeholt und vor den Orks gerettet. Dafür konnte ich dir einen Tipp geben, wo du Lord André findest. Und da sagte ich dir ja bereits, dass wir quitt sind. Und dir, Mistkerl,
habe ich noch ein Bier besorgt. Wofür ich mich ja auch bedankt habe. Aber genug gequatscht. Oh, jetzt heuer. Bist du dran. Nein. Wo sind meine Klamotten? Wo ist meine Waffe? Ich glaub's ja jetzt nicht. Wieso ist sie jetzt plötzlich weg? Manometer, shit. Du wärst besser nicht hier im Kampf. Ach du Shit, jetzt sind auch noch alle hier. Ach du liebes Läuschen. Mist. Schlag zu! Ah, ein Kampf! Ich mach dich fertig. Ah, ein Kampf! Was? Alle? Alle? Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Jetzt bist du dran? Und jetzt sind alle hinter mir her. Warum? Ach, doch nicht dahin springen. Oh! Die wollen alle auf mich los. Bleib doch da nicht hängen! Was ist denn hier los? Feste drauf! Jetzt machen sie gegenseitig platt. Okay. Bleib ich da an diesem scheiß Kristall da hängen? Sorry, Leute. Muss ich leider nochmal machen. Also. Na, das ist. Da habe ich die ganze Bagage gegen mich. Okay, erstmal die Dings einstecken. Die Klinge. Quatsch. Ich bin so. Da darf ich nicht hängen bleiben. Haha, die Tür ist natürlich zu beim Neuladen. Logisch. Machen wir sie auf. Denn das ist ja komisch. Warum hauen die sich denn gegenseitig kaputt? Das verstehe ich jetzt nicht. So, wenn ich jetzt. Angenommen, ich trage jetzt eine Paladin-Rüstung. Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Mal gucken, was dann passiert. Ob ich dann noch eine Gesprächsoption habe. Ob die bleibt. Man weiß es ja nicht, ne? Okay. Jetzt mache ich dich fertig. Alles klar. Okay, wollte ich nur wissen. Okay. Ja, toll, dass man so viel Leben hat, ne? So, aber Egon stand da. Saß da im Weg. So, gute Vorbereitung machen. Dann muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Mit dem Boost hier. Weil wenn die sich alle gegenseitig umbringen. Drei. Dann bist du. Nein. Wer ist. Das werde ich. Und was hast. Na was. Ich habe dich. Dafür konnte ich dich. Und dir, Mistkerl. Aber genug gequatscht. Oh Gott. Jetzt bist du dran. Weg mit der Waffe. Ah, jetzt habe ich meinen Geschwindigkeitsring wieder. Weg mit der Waffe. Hallo? Hä? Stopp mal. Ich bin jetzt dran. Kommen die mir jetzt doch nicht nach? Die hauen sich jetzt auch nicht gegenseitig den Schädel ein. Gut. Dann kann ich ja auch mal gleichzeitig hier meine bessere Rüstung anziehen. Und mein Geschwindigkeitsring wieder an und ab. Sicherheitshalber nochmal speichern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Version davon so geplant ist. Dass sie sich gegenseitig ein auf die Nudel hauen oder. Besser gesagt, auf den Schädel. Komisch. Weg mit der Mein Gott. Machen wir erstmal den Anführer platt. Stufe geschieden. Weg mit der Waffe. No. Den machen wir platt. Die Egon machen wir platt. Die machen nichts. Was super. Brutaler. Haben wir ja Glück gehabt. Ich sollte mal auch mal wieder ein bisschen hier. Weg mit der Waffe. Naja, weg mit der Waffe. Cool. So, kommt wer nach? Kommt keiner nach. Oh, ich will was trinken. Okay. Dann wollen wir sie weiter mal killen, bevor sie. Also das. So, Wayne ist noch da. Hä, okay. Ah, ich ahne etwas.
Mein Gott. Die hauen sich halt den Schädel an. Ah, die muss ich alle einzeln abstechen. Scheiße. Scheißendreck. Sorry. Okay. Das ist mir ein bisschen zuwider, aber sind böse Burschen, ne? So. Das machen wir dann mit den anderen wohl auch, hm? Machen wir das mit dem Giftpfeil. Das ist dann sicherer. Gut, die geschützt sind. Die hauen sich den... So. Die bleiben untätig. Ist das jetzt gewollt oder sollten die eigentlich alle auf mich drauf? Das ist ja echt ulkig. Oh, da musste ich mal eben husten. Buß ist noch da. Mein Gott. Die haben alle keine Fernwaffen. Also, die haben keine Fernwaffen. Okay, der ist auch hin. Wow. Coole Sache das. Auch wenn ich die Zeit jetzt hier aus den Augen verloren habe. Ich will sie hier heute in dieser Folge möchte ich sie vernichten. Die hauen sich ab. Weg mit der Waffe! Nö. Die hauen sich weg mit der Waffe. Na bitte. Hallo, will ich nicht kaputt machen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Weg mit. Tschüss, Baloro. Die hauen sich den. Weg mit der Waffe. Na, den habe ich schon. Okay, der hat auch keine Waffe mehr. Der trinkt sich da drüben einen voll. Ja, die hab ich alle zugleich. Also in der ersten Runde kaputt gemacht und genietet. Eddie ist auch einer von denen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist er weg? Ist er runtergefallen? Anscheinend. Okay, dann gibt's hier keinen mehr. Shit. Ruhe hatte ich schon. Hatte ich noch nicht. Ja, das sind Reichtümer. Und dann gehen wir mal nach unten. Mann, oh Mann, oh Mann. Und mal abspeichern. Weil so geht das ja nicht, ne? Also, wenn man mich verarscht, dann müsst ihr euch nicht wundern. Steckt die Waffe weg! Kluges Kerlchen! Da sind viele. Okay, werde ich sie aus der Ferne machen. Mein Gott. Dann sind sie gleich tot, dann brauche ich nicht mehr nachstechen. Mein Gott, ein Kampf. Ja, ich treffe ihn doch. Da ist er unsterblich. Nein. Ich treffe ihn hier, aber anvisiert ist er ja der Josh Krüger. Hier ist er grün. Oh Mann. Leg dich nie wieder mit mir an. Gut, dass ich abgespeichert habe. So, ein bisschen Feuerregen gefällig. Weg mit der Magie. Weg, weg, genau richtig. Mein Gott, ein Kampf. Wer kommt nach? Wer kommt noch nach? Kommt jemand noch nach? Ah, nachher regenerieren sie sich auch alle wieder. Das habe ich fast nämlich im Gefühl. Oder im Osterei. Oh, nee, doch nicht. Ja, okay, den Brady da. Den hat es ein bisschen verletzt. Wie sieht's denn mit den anderen aus? Ah, sehr schön. Sehr schön. Wow, okay. Wer ist noch da? Ach, hier. Ah, ja, die sind noch im Kampfmodus. Konnten sich noch nicht regenerieren. Ah, hier schieße ich auf irgendwelche Geschichten. Ah, Josh ist so stark. Stimmt ja. Oh, ein Glück.
Oh, da gab es keinen Experience Points. Also ich habe hier jetzt Sachen eingeheimst. Das ist ja der Hammer. Na, Bier. Ist ihm das Bier irgendwie aus der Hand gerutscht? Man weiß es nicht. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das soll es erstmal gewesen sein. Auch wenn ich ein bisschen überzogen habe. Aber die Banditen, die Schmuggler, die sind jetzt erstmal... Also hier der größte Teil, hoffe ich doch. Ne? Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Schreibt einen Kommentar und gebt mir einen Daumen. Ciao.